Ja, machen wir jetzt die Termite erst kalt oder gehen wir erst ins Dorf? Ich glaube, wir gehen erstmal ins Dorf. Da können wir uns nochmal bestimmt wieder ein paar Quests abholen. Die haben doch bestimmt wieder Sachen zu tun. Oder ist das überhaupt das Dorf? Nee, das sind einfach irgendwelche alten Tempelanlagen. Hat er nicht gesagt, dem See entlang? Dann müssten wir aber hier schon längst dran vorbeigekommen sein. Vielleicht war es aber auch hier. Oder hier. Oder hier. Nee, da ist noch ein Tempel eingezeichnet. Oder hier. Oder hier. Haben wir dafür eine Quest? Die Expedition auf der Karte markieren. Nee. Naja, dann gehen wir halt hier erstmal weiter. Und zur Not gehen wir wieder zurück. Wir müssen ja auch noch den Allegator erledigen. Wundert mich aber auch, dass man jetzt hier noch so leichte Gegner wieder hat. Ah, das ist die nächste Tempelanlage. Tempelkrieger. Gut, aber die haben wir ja auch schon davor relativ problemlos umgehauen. Sonst ist es ja häufig so bei den Piranha-Bytes-Spielen, dass man mit der Rüstung dann wesentlich besser wird. Aber hier geht es, glaube ich, vor allem über die Skills. Hier ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwelche Gilden hat, wo man dann tolle neue Rüstungen mit sich verdient. So von den Fraktionen her ist das hier ja doch diesmal relativ klar, wo man steht. Ab und zu, dass man sich das mal ein bisschen aussuchen kann. Aber ansonsten, von der Haupthandlung her ist es doch relativ klar. Können wir vorstellen, dass das eventuell auch nicht so gut ankam. So, am Anfang war halt so ein bisschen, ne, geht man jetzt eher zu den Städtlern oder zu den Eingeborenen, da man einen großen Einfluss hatte, das jetzt auch nicht. Ja. Okay. Also wenn wir sterben, dann sagt Shiny immer nur, was für ein Ende. Aber das hat gut gepasst, ja. Darauf war ich nicht vorbereitet, dass da auf einmal irgendwelche Quicktime-Events kommen. Und vor allem, warum löst die Termite das nicht aus? So, speichern und jetzt muss ich gleich Leertaste gedrückt halten. Oder einfach drüber springen. Das geht ja auch. Okay. Puh. Toter Pirat. Oh, der hatte aber einiges. Der hatte eine goldene Maske dabei. Sehr cool. Oder dann muss ich vielleicht die Leichen doch nochmal mir angucken in dem anderen Tempel, wo wir waren. Vielleicht wäre da auch einer schon gewesen von den Leichen. Könnte ich mir fast vorstellen. Da muss ich vielleicht nochmal genauer gucken. Kann sein, dass ich den dann übersehen habe. Nett. So, und hier vorne ist jetzt der Altar. Da kann jetzt die Maske drauf. Ja, der muss ja da eigentlich sogar noch liegen. Okay. Denn die sind ja eigentlich dann alle direkt gestorben. Ach, hier sind die Druckplatten. Ah. Okay. So. Das heißt, den Tempel haben wir dann schon mal. Gab jetzt aber auch keinen Questerfolg dafür. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns hier nochmal um. Aber jetzt so wirklich ein Dorf kann ich jetzt hier auch nicht erkennen. Hier noch hier. Wir gehen hier mal hin. Wir gehen mal dahin.
beziehungsweise erstmal zur Kiste. Dann gehen wir da mal hoch, mal gucken, was wir da noch finden. Muschelnsmarkt und Gold. Und der Alligator muss ja hier auch irgendwo noch rumlaufen. Den werden wir natürlich auch noch bekämpfen, aber eigentlich würde ich tatsächlich gerne erstmal noch zum Dorf gehen. Das sieht doch sehr dorfig aus hier. Hey, du. Wer, ich? Ja, ich kenne dich. Du bist der, der zwischen den Welten steht. Du bist ein Suchender, nicht wahr? Sprich. Bitte was? Ach komm, hör auf. Woher willst du mich denn kennen? Ich bin doch gerade erst hier angekommen. Ich habe dich gesehen. Die Vision war sehr mächtig. Wo ist der Boss von dem Ort hier? Sprich mit Chakadatu oder mit diesem Corrientes, wenn du willst. Aber vergiss nicht, egal was du tust, es wird uns nicht retten. Wir werden früher oder später untergehen. Ich habe es in meinen Visionen gesehen. Die Expedition ist hier? Ja. Corrientes und seine Leute sind drüben bei der ersten Hütte. Sie fressen, sie saufen und keiner braucht sie. Die Marakai sind auch noch dankbar dafür. Rede nicht so abfällig über die Inquisition. Bah, da hilft dir auch dein Gezeter nichts. Die Blauröcke sind Unwissende, die nicht lernen wollen. Darum werden sie genauso untergehen wie alle anderen. Du traust ihnen wohl nicht. Nein. Ist das nicht der Synchronsprecher hier von dem Häuptling, von dem Stamm, wo wir Shani geholt haben? Was redest du da für einen Unsinn? Meine Visionen sind mächtig. Die Tivas sprechen zu mir. Sie haben mir dein Gesicht offenbart. Was sagst du dazu? Dieser Mann hat eine gespaltene Seele. Er ist nur eine leere Hülle. Oh, verstehe. Du bist ein Verfluchter, ein Verlorener. Was genau hast du gesehen? Eine dunkle Schönheit. Das Böse. Ich sah, wie es dich auffrisst und zermalmt wie eine Ratte. Du redest von Mara. Ich spreche von dem Tag, an dem alles Leben vom Antlitz dieser Welt verschwindet. Und du bist dabei. Ist das nicht schön? Es geht. Wir sehen uns später, da bin ich mir sicher. Oh yeah. Bones, komischer Genosse. Cordoba. Besser, du gehst erst zu Corrientes. Er ist gleich da vorne in seiner Hütte. Okay. Erst nehme ich den Poco-Pilz mit. Ja, dann gehen wir mal direkt zu Corrientes. Ah, ein Pirat. Mutig von dir, hier so ranzuspazieren. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Ach so. Und was führt dich dann hier ins Niemandsland? Ich bin auf der Suche nach Captain Garcia. Ja, diesem hinterlistigen Kerl sind wir schon begegnet. Wir hatten auf dem Weg hierher jede Menge Probleme mit Garcias Piratenbande. Also, warum sollte ich dir vertrauen? Ja. Weil wir uns gegenseitig unterstützen können. Eine Hand wäscht die andere, was? Na schön, du siehst ja, dass wir die Marakai hier unterstützen. Im Gegenzug teilen sie ihr Wissen mit uns. So ist der Deal. Starker Rückhalt gegen die feindlichen Piraten. Gute Entscheidung. Ich werde dir sagen, was ich weiß, wenn du mir einen Gefallen tust. Natürlich, was sollen wir denn machen? Ich habe in einem Ahnengrab ein paar nackte Leichen gefunden. Die meisten von ihnen waren weiß. Das klingt so, als wären die Plünderer selbst bestohlen worden. Wahrscheinlich haben die Marakai die Piraten für ihr Handeln bestraft. Kann sein. Wie auch immer, seien wir froh, dass wir ein paar Gegner weniger haben. Stimmt, die waren ja nackt, das heißt, die Leichen wurden ja geplündert, also ist die Maske da ja gar nicht. Was kann ich für dich tun? Wir wissen, dass sich der Feuertempel in einem versteckten Tal befinden soll. Es gibt jedoch nur einen geheimen Zugang, der dorthin führt. Es kann oder will mir aber niemand sagen, wo er ist. Wenn du den Zugang für mich findest, werde ich dir sagen, wie man hineinkommt. Mhm. Ihr habt auf eurem Weg mit den Piraten gekämpft? Ja, sie haben uns auf dem Plateau im Norden überrascht. Ein paar unserer Männer und zwei Eingeborene wurden aufgeschlitzt. Dann sind sie abgehauen, diese Feiglinge. Was ist denn mit der Warze, Ossel?
Ich werde den Zugang für dich suchen. Du wirst ihn an einer großen Feuerwand erkennen, die den Weg versperrt. Komm zurück zu mir, wenn du sie gesehen hast. Ja, sie ist dick und auf der Nase, das stimmt. Wo kann Garcia jetzt sein? Ich schätze, er sucht dasselbe wie wir. Den Zugang zum versteckten Tal. Wenn du uns hilfst, den Zugang zu finden, wirst du früher oder später bestimmt auf ihn treffen. Was willst du denn eigentlich von Garcia? Nein, also ich kenne nicht die Szene aus Austin Powers. Ich suche ein wertvolles Artefakt, das er bei sich trägt. Das klingt dir interessant. Na dann, viel Glück bei deiner Suche. Daher ist die Frage, ob das jetzt eine gute Idee war, ihm das zu sagen. Wahrscheinlich Kannst nicht. Kannst du mir eine Karte dieser Region geben? In Ordnung. Hier, das sollte dir reichen. Da ist noch etwas. Einer unserer Männer ist während des Kampfes mit dem Piraten desertiert. Eigentlich wollte ich Scarpetta schicken, um den Feigling zu finden, aber ich will ihn nicht entbehren. Also, wenn du den Deserteur findest, erschieß ihn. Ist das nicht ein bisschen hart? Ich kann niemanden gebrauchen, der mir in den Rücken fällt, wenn es darauf ankommt. Der Deserteur. Die Kiste ist natürlich verlockend. Das Buch können wir nicht lesen. Okay. Hört, meine Freunde, was ich zu sagen habe. Ich hatte eine Vision und die Tivas sprachen zu mir. Das Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Hütet euch vor der Dunkelheit. Spürt ihr, wie sie euch nachts den Schlaf raubt? Der Untergang ist nahe. Der Tod fegt über das Land und wird auch vor unseren Hütten nicht Halt machen. Betet zu den Ahnen, damit ihr einen Platz im Reich der Toten erhaltet, damit ihr nicht rastlos bis zum Ende aller Tage im Dunkeln wandern müsst. Das Voodoo der Hike ist bei uns. Sie werden euch begleiten. Habt keine Angst, meine Freunde. Sie darf euren Geist nicht beherrschen. Angst macht schwach. Macht euch frei und lasst euch führen. Alles ergibt einen Sinn. Das Schicksal wird den belohnen, der es mit offenen Armen und sehenden Auges empfängt. Denkt an meine Worte. Ich habe es gesehen. Hört, meine Freunde. Und wer bist du? Bin Egas. Und? Wie läuft's? Geht. Bin ich so zufrieden heute? Was ist los? Soll mich um die Grabräuber kümmern. Hab aber gar keinen Bock drauf. Das ist hart, ja. Das ist hart. Wärst wohl lieber wieder auf See, ja? Nein, eigentlich nicht. Find es ziemlich gut hier. Die Marakai geben mir Essen und ich kriege meinen Schlaf. Wird viel lieber hierbleiben, als mich im Dschungel mit den Grabräubern zu schlagen. Außerdem könnte ich dann meine Pistole zu Ende bauen. Du baust Pistolen? Ja, aber nur so zum Spaß. Wenn du willst, kann ich es dir beibringen. Och, nö, lass mal. Mit Grabräubern meinst du Garcias Leute? Genau. Die Piraten haben sich die Ahnengräber vorgenommen. Selbst der Häuptling liegt mir schon in den Ohren deswegen. Der Häuptling? Wie ist er so? Weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Du gehst am besten mal selbst zu ihm und machst dir ein eigenes Bild. Sein Haus ist das oberste Gebäude hier im Dorf. Wo sind die Grabräuber, die du suchen sollst? Sie haben sich über den ganzen Dschungel verteilt. Schwer zu sagen, wo sie sind. Aber ich weiß, dass ein kleiner Trupp von ihnen die Ahnengräber im Osten plündert. Wenn ich wenigstens die erwischen würde. Gib dir keine Mühe, ich kümmere mich um deine Grabräuber. Du? Warum? Tja, warum eigentlich? Gute Frage. Ich würde sagen, das überlege ich mir unterwegs, warum ich deine Arbeit erledige. Gute Idee, mach das. Dann kann ich so lange... dich von den Eingeborenen bedienen lassen. Genau. Unterrichte mich. So, was kann der uns denn beibringen? Feuerwaffen bauen, kritische Treffer erzielen. Gut, aber mit Feuerwaffen können wir auch gerade nichts. Das habe ich nicht geskillt. Hört, meine Freunde. Von daher können wir das doch erstmal lassen. Ich hatte eine Vision und die Tivas sprachen zu mir. Oh, Kriegertradition. Die Häuptlinge treten gegeneinander an, um das Kriegsbeil für immer zu begraben. Das Haupt des Verlierers soll getrocknet und als abschreckendes Beispiel aufbewahrt werden. Die Trophäe wird schließlich auf dem Grab des Gewinners aufgestellt. Das letzte Duell der Häuptlinge gewann der Chaka des Chaganumbi-Stamms. Den Schrumpfkopf habe ich schon gefunden. Na gut. Das Dunkel kommt aus den Wassern zu uns.
Aloha, Fremder. Suchst du etwas Bestimmtes? Ich war bloß neugierig. Mein Vater sagte einmal, die Neugier ist der Urquell aller Errungenschaften. Ich bin Malaika, die Kiki des Dorfes. Kiki? Sisu? Kagucho ono palavatingo? Chi. San ono hazaka. Ah, verstehe. Ich gehöre zur Familie des Schwarzen Baumes und fertige Geschenke und Idole für die Hike. Sie sollen ihre Ehre bewahren und ihre Ruhe schützen. Aber ihr Schutz ist schwach. Die Hike sind aufgewühlt. Kannst du mir was über den Marakai-Stamm erzählen? Wir sind ein sehr altes Volk, das schon seit Jahrhunderten seinen Bräuchen nachgeht. Unsere Ahnen leiten uns dabei den Weg und wir beten zu ihnen. Was macht ihr denn alle den ganzen Tag? Jeder geht seiner Aufgabe nach. Chakadatu ist unser Häuptling. Aber bald schon wird er einen Nachfolger ernennen. Die Tonka sind unsere Kämpfer und Krieger. Sie schützen uns im Kampf und haben Stolz und Ehre. Die Tufas jagen im Wald und müssen noch lernen. Wir Kikis können Voodoo wirken, so wie Chakadatu. Die anderen Frauen sind Sammlerinnen. Du kennst Voodoo-Zauber? Chi. Aber Osamu im Wald war früher Chaka. Sein Voodoo ist viel stärker. So, so. Du siehst bedrückt aus. Dein Auge ist wachsam. Ich bin traurig, weil die Totenruhe meiner Ahnen gestört wurde. Was ist passiert? Piraten. Sie haben die Grabidole meiner Familie gestohlen. Nun sind die Hike aufgebracht und rufen mich im Schlaf. Das ist hart. Die Toten sprechen zu dir? Ich höre die Hike schon seit meiner Kindheit. Das ist ja schrecklich. Nein, Gucho. Sie flüstern mit dem Wind und singen ihre Lieder. Aber wenn ihre heiligen Gräber geschändet werden, sind sie zornig. Kann ich verstehen. Ich könnte dir die Idole zurückbringen. Das würdest du tun? Naja, ja. Es handelt sich um 3 Grabidole des Schwarzen Baumes. Sie gehören zu meinem Großvater Masaru, meinem Vater Akateko und meiner Großmutter Nalani. Wenn du sie zurückbringen kannst, soll deine Mühe nicht umsonst gewesen sein. Wo kann ich die Idole suchen? Finde die Piraten, die unsere Gräber plündern. Dann findest du auch die Idole meiner Ahnen. Handelst du auch mit deinen Sachen? Chi, ich verkaufe Tränke und Pflanzen. Pflanzen? Ja. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du daraus Tränke brauchst. Sieh dir ruhig alles an. Vielleicht findest du etwas, was dich schützt. Zeig mir deine Ware. So, gucken wir doch mal, was sie so hat. Gut, Zutaten, Baupläne, Rezepte. Ja, brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. Aber sie hat auch eine Schatzkarte. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Und verkaufen. Wir haben ja doch so viel Zeug gesammelt gehabt. Zum einen, glaube ich, ordentlich Waffen. Die Entermesser lassen wir mal. Das Kaperschwert, ja, das ist schlechter. Das kann weg. Das behalten wir erstmal. Krumm durch die Duellpistole. Die behalten wir. Die anderen können dann eigentlich auch weg. Und dann hat mich unten noch irgendwelches Geraffel. Diamant, Rubin, Smaragd, die Jadesteine brauchen wir vielleicht noch, die Goldbrücken können weg, Zepter kommt weg, Affenstatuen brauchen wir eigentlich auch nicht, die Idole können wir vielleicht nochmal behalten. Gut. Sehr schön. Das Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Hütet euch vor der Dunkelheit.